War da nicht mal so ein Reaction-Video von mir? Ja, genau das meine ich. Ja, das. Ich mag es ja nicht, auf andere Sachen zu reacten, deswegen habe ich im Discord gefragt und gesagt, Leute, stellt mir mal eure Frage an mich. Und ich werde jetzt versuchen, in 10 Minuten so viele Fragen wie möglich zu beantworten, also richtig so piu, 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 weil ich hatte Bock mal wieder auf ein Reaction-Video. Und ich nenne das Ganze nicht Reaction-Video, sondern die Lars Discord Community Challenge. Ja, und die nächste Challenge findet ihr im Discord. Ich mache es unten in die Videobeschreibung, den Link für den Discord. Dann könnt ihr einfach joinen und könnt dran teilnehmen. Ja. Okay, fangen wir an. Sind das viele Fragen? Guck mal. Die schaffe ich doch alle gar nicht in 10 Minuten. Aber weißt du, was richtig schlimm ist? Guck mal hier. Oder hier. Alter, beim Haarefärben die ganze Kopfhaut weggeätzt und verbrannt, voll übertrieben. Trotzdem müssen wir Fragen beantworten, weil wir sind hart im Nehmen. Bist du ein Eidechsenmensch? Nein. Oder doch? Vielleicht weiß ich es nicht. Wie bist du auf die Idee gekommen, YouTube zu machen? Ja, einfach machen. Ich hatte Bock drauf. Ich bin kreativ, ich mag Videos, also... Hast du eine Freundin? Heute ist irgendwie die Farbe so. Ich bin voll rot. Wie wird man hart OP in Minecraft? Ja, das ist ziemlich einfach. Spiel Minecraft. Gibt es eigentlich weich OP? Ich meine, warum hart OP? Zeigst du uns Bilder von der Hochzeit? Nein. Bin the only one im Internet und die Frau will nicht. Also nein. Respektiert die Rechte anderer. Bist du du, wenn ich bin und du? Bist dann du ich und ich du? Weil wenn wir dieselben sind? Zufrieden mit Leben? Das ist nicht mal ein Satz, Mann. Ja, ich bin zufrieden mit meinem Leben, so wie es momentan läuft. Aber es kommt ja immer anders, als man denkt. Magst du lieber Avocado oder Orange? Orange auf jeden Fall. Kannst du mein Video über dein Leben machen und wie du dazu gekommen bist, YouTube zu machen? Das wäre ein sehr langes Video. Ich weiß nicht, was willst du denn sehen? Ich bin nie in den Kindergarten gegangen, ich bin in die Schule gegangen, ich bin in die weiterführende Schule gegangen, da bin ich nach der 9. Klasse ohne Schulabschluss gegangen, genau genommen Hauptschulabschluss, dann bin ich abends in die Realschule gegangen und habe meinen Abschluss nachgeholt und dann bin ich abends auf das Weiterbildungskolleg gegangen, habe ich mein Abitur nachgeholt und dann habe ich 16 Jahre gebraucht, wofür andere 13 Jahre brauchen, war nicht schlau, mach Schule. Und dann habe ich angefangen zu studieren und mit YouTube angefangen und jetzt sitze ich hier. Wie viele Kommis liest du bei den Kommentaren? Alle, ich lese alle, ich lese immer alle. Und mal habe ich Zeit und Herz die durch, damit man sieht, dass ich sie gelesen habe. Mal nicht. Darf ich erste Frage sein? Nö. Diese Frage gibt es immer. Nutella mit oder ohne Butter? Mit Butter. Ohne? Der haut auch kleine Kinder vom Fahrrad. Mach einen Speedrun. Das ist keine Frage. Willst du irgendwann mal Kinder? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Warum Lars liebt Pizza? Weil das eine Ausrede ist für Lars Let's Play? Aber ich mag Pizza. Lol, was soll ich fragen? Ja, gute Frage. Du hast doch eine Frage gestellt. Also, eigentlich bist du voll das Genie, weil... Du weißt nicht, was du fragen sollst und hast trotzdem eine Frage gestellt? Wie viel Arbeit steckst du in ein Video? Das kommt ganz drauf an. Das ist mal zwischen 2 Stunden bis hin zu 8, 9, 10, 11 Stunden. Das kommt immer darauf an, was in dem Video passiert. Die Mystery-Videos dauern wesentlich länger als andere Videos, aber grundsätzlich mal so zwischen 2 und 8 Stunden, würde ich mal behaupten. Hast du Designer? Ja, die liebe Vic Tycoon kommt aus Brasilien und ist eine super coole Socke. Was hältst du von YouTube-Bannen, also Kommentare-Bannen? Och, das mache ich jeden Tag eigentlich. Wir haben so mittlerweile, ich glaube, so um die 20.000, 30.000 Leute, die keine Kommentare mehr schreiben können. Benehmt euch im Internet. Ihr seid nicht anonym und allein. Bearbeitest du das Video für uns gerne, wenn du 2.000 Comments auswerten musst? Nein. Aber es gehört dazu. Hast du einen Cutter oder brauchst du einen? Eigentlich habe ich meine Frau eingestellt als Cutter, aber das hat sich mehr so dahin gedreht, dass die E-Mails beantwortet, dass die Steuerkram macht, dass die den ganzen Büropapierkram drumherum macht, weil ich hasse Büro und ich bin auch genauso ordentlich wie in Minecraft in meinem Büro. Wie viel verdienst du mit YouTube? Genau genommen dürfte ich das gar nicht sagen. Das unterschreibst du, wenn du einen YouTube-Kanal anlegst, beziehungsweise wenn du AdSense anlegst und Werbung schalten kannst. Aber es reicht, um ein Leben zu finanzieren. Es ist nicht viel, also es ist nicht die Welt, aber es reicht. Was ist deine Meinung zu Apple? Naja, ich mag mehr Birne. Wie viel Spaß hast du, um jetzt die Fragen rauszusuchen, die wir stellen? Ich dachte ja, es kommen andere Fragen, ehrlich gesagt. Ich dachte sowas wie, was für eine Socke hast du an? Oder, keine Ahnung, also die meisten Fragen drehen sich nur um Minecraft. Was für ein Handy hast du? Ich habe ein S9. Genau, und das ist auch einfach nur so grün und da steht Lars LP drauf. Also, ich weiß nicht. Heißen Teigwaren Teigwaren, weil sie mal Teig waren? Klar, und Tomatenmark heißt Tomatenmark, weil der Mark Tomaten mag. Benutzt du 4- oder 6-lagiges Klopapier? Es gibt 6-lagiges. Ich bin einkaufen. Okay, wie findest du den Duden Band 11 Fremdwörterbuch? Nerven wir dich mit unseren vielen Fragen? Überhaupt nicht. Man sollte im Stream schon gemerkt haben, ja, wir streamen jeden Mittwoch um 20 Uhr hier auf diesem Kanal. Kannst du auch gerne kostenlos abonnieren und Glocke aktivieren, dann verpasst du es auch nicht. Aber im Stream merkt man schon, ich liebe es, mit euch zu quatschen und die Community kennenzulernen, weil wir bauen die immer weiter auf.
aber ich würde auch gern wissen, was für Menschen dahinter sind und deswegen mag ich auch diese Fragen. Spielst du auch mal was offscreen? Ja, eine ganze Menge eigentlich. Momentan warte ich sehr auf Cyberpunk und auf Fable 4. Hablas español. Not so mucho mehr. Ich konnte es mal besser. Wann machst du wieder Urlaub? Wenn ja, dann wo? Ich habe noch nie Urlaub gemacht. Ich war noch nie im Urlaub. Ich war noch nie weg. Ich bin noch nie weggeflogen. Ich war einmal für 14 Tage in Berlin einen Freund besuchen. Aber ganz ehrlich, mitten in Berlin, das ist kein Urlaub. Ja, das ist Action. Aber geil. Pommes, Ketchup oder Mayo? Mayo. Hast du eine Alexa? Ja, hab ich. Und da saß eine Spinne drunter. Da sitzt eine Spinne unter der Alexa. So eine richtig eklige, dicke. Machen wir weiter. Mich stören Spinnen nicht. Zuerst Müsli und danach Milch oder Milch und danach Müsli? Erst Müsli, dann Milch. Kannst du deine Facecam mal verzerren? Haben wir schon öfters gemacht. Welches deiner Videos findest du am besten? Das ist schwer. Es gibt einige gute Videos. Zum Beispiel die Gerichtsverhandlung mit dem Kroko fand ich saugut. Lars aus der Zukunft finde ich auch mega lustig. Aber es ist so... es kommt immer, das Video muss immer irgendwie was haben, was ich neu ausprobiert habe. Da mag ich das immer sehr gerne. Bist du Gott? Hast du mal Pokémon gespielt? Du warst noch nie im Stream, ne? Ja, dann wüsstest du das. Da sind überall Pokémons in den Overlays versteckt. Magst du Chips? Ja, ich mag sie schon, aber ich kann die echt nicht essen, weil mein Zahnfleisch löst sich ultra auf bei dieser Gewürzmischung, die auf Chips drauf ist. Also das ist ganz, ganz schlimm. Lars, wie machst du das mit den ganzen Nachrichten? Ganz einfach, ich scroll sie nach und nach durch und lese einfach ein paar vor, die mir gefallen. Was ist dein Lieblingsbuch? Ich hasse Lesen. Ja, wirklich. Aber ich habe mal Herr der Ringe gelesen und ich habe die Tribute von Panem auf Englisch gelesen, um Englisch zu lernen. Weil ganz ehrlich, lese ein englisches Buch, jedes Wort, was du nicht verstehst oder so, übersetzt es mit dem Handy, ne? Aber es war richtig lustig, Sidekick am Rande. Ich habe als Abitur Englisch-Grundkurs gehabt und da kam ein Text von Tribute von Panem in der Abiturprüfung. Bäm, 1. Supergeil. Hast du nicht Sam im Auto vergessen? Nein. Wer Hunde im Auto vergisst, der haut auch kleine Kinder vom Fahrrad. Wie findest du TikTok? Da TikTok nichts anderes ist als ein Remake von Musical.ly, finde ich es eigentlich nicht mehr so spannend. Ich weiß nicht, warum so gehypt wird, aber ich kann verstehen, dass Leute da festsuchten, einfach durchscrollen. Manchmal passiert es mir auch, aber ich glaube, ich bin nicht der TikTok-Typ. Warst du brav in der Schule? Ja. Ich bin super gerne zur Schule gegangen. Ich war eigentlich immer ein super liebes Kind. Als Teenager hat sich das ein bisschen geändert, aber das liegt so ein bisschen nicht daran, dass ich böse geworden bin. Bösala. Aber es war eher das Umfeld, weil ich war auf einer wirklich schwierigen Schule, wo ich alles gesehen habe von Leuten, die sich gegenseitig verprügeln, bis hin zu Schusswaffen. Ganz schlimm. Was schaust du so auf YouTube? Ich schaue zum Beispiel DanTDM sehr gerne, Jacksepticeye, Gronkh. Da hört es eigentlich schon auf. Wie viele Fragen passen in das Video? Ich habe keine Ahnung. Hast du Star Wars geschaut? Ich habe es versucht, ich bin immer eingeschlafen. Es ist zu viel, zu lang, zu groß, zu... Oh nee, das ist so... Weißt du, Star Wars kriegst du länger als ein Kaugummi. Was wird denn 250 oder 300k Special? Gibt es überhaupt eins? Nein, ich verspreche gar nichts, weil wenn ich es nicht halten kann, warum auch immer, dann bin ich immer der Buhmann. Buh, Lars Buh. Könntest du mal ein Gewinnspiel machen? Nein, ich mache keine Gewinnspiele, weil die bringen gar nichts. Sie ziehen nur einen Haufen furchtbarer Menschen an, die im Netz rumhaten, die im Netz wirklich fies sind und einfach nur was kostenlos absahnen wollen. Wenn ich etwas verschenke, verschenke ich es einfach. Ich mache kein Gewinnspiel draus, ich verschenke es einfach. Schaffst du heute noch das Video? Naja, es ist der 19.09. Und wir haben den 27.09., also nein. Was hat Lars für einen PC? Ja, echt mal, was hat denn Lars für einen PC? Nein, ich habe einen Diablo V3 von Hightech, glaube ich. Hashtag Werbung, Hashtag unbezahlt, Hashtag geh einfach auf Hightech-Webseiten, guck nach Diablo. Wie viel müsste ich zahlen, damit du meinen LinkedIn-Account in einem Video promotest? Also mal davon abgesehen, dass ich keinen LinkedIn-Account promoten würde. Das würde gar nicht in unsere Videos passen. Hat gerade jemand abonniert. Aber damit du eine Vorstellung hast, so der Durchschnittspreis, den man bekommt, wenn man so eine Werbung macht, sind etwa 50 Euro pro 1000 Views. Kannst du dir selber ausrechnen. Die einen verlangen viel mehr, die anderen viel weniger. Das Prinzip ist ganz einfach, je mehr Views du bekommst, desto mehr Geld bekommst du dafür. Aber wie oft mache ich Werbung? Ich glaube, dreimal im Jahr oder so.
Schiller oder Goethe? Och nö, bitte nicht. Wir sind so deutsch, das geht gar nicht. Wir müssen mal weg von Schiller, Goethe und Dichter und Denker. Sind die 10 Minuten zum Fragen stellen nicht langsam um? Nein, weil es ging darum, dass das Video 10 Minuten gehen soll. Nicht, dass ihr nur 10 Minuten Fragen stellen sollt. Ihr könnt immer weiter Fragen stellen. Ihr könnt auch bei der nächsten Challenge weitermachen, solange bis das Video raus ist. Aber ich glaube, für dieses Video habe ich genug Fragen. Wenn ihr Bock habt auf mehr solcher Lars LP Community Discord Challenge Dinger, dann joint doch dem Discord und lasst vielleicht dem Video ein Like da, dem Kanal vielleicht auch ein Abo und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich sag vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Ich bin raus. Ciao. Mit V.